te da re, te da re, una cosa. Hallo, hier ist Elena. Ich will dir etwas Wunderbares geben, von dem nur ich weiß. Das ist die Übersetzung des spanischen Liedes, das ihr gerade gehört habt. Wir wollen bei diesem Lied zunächst eine rhythmische Begleitung erarbeiten und später den Text lernen. Das ganze Lied besteht aus einem Sechsertakt. Das heißt, dass immer sechs Schläge zusammen eine Einheit bilden. Wir können, während wir das Lied hören, fortlaufend von 1 bis 6 zählen und auch klopfen. In jedem Takt gibt es immer Schwerpunkte, die dann den Takt gliedern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kann man den Sechsertakt noch einmal in zwei kleine Dreier-Untereinheiten zerlegen. Es ergeben sich immer die Betonungen auf der 1, 2, 3 und 4, 5, 6. Wir wenden uns nun als erstes dem zweiten Teil des Liedes zu, der ja nur aus den Silben La besteht. Zu diesem Teil wollen wir jetzt durchgehend trommeln, und zwar so. Rechts, links, rechts auf dem rechten Bein und links, rechts, links auf dem linken Bein. Dann natürlich fortlaufend. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das machen wir jetzt mit Musik. Wenn ihr das sicher könnt, dann gehen wir weiter. Wir verändern ein wenig die Begleitung. Den ersten und den vierten Schlag setzen wir jetzt auf die Brust. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Die rechte Hand, die klopft immer aufs rechte Bein und die linke Hand, die klopft aufs linke Bein. Also nochmal. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das probieren wir jetzt mit Musik. Jetzt zeige ich euch noch eine neue Möglichkeit. Wir ersetzen den Schlag auf die Brust durch einen Schlag auf den Handrücken. Also rechte Hand auf linken Handrücken
und linke Hand auf rechten Handrücken. Mit den Zwischenschlägen sieht es dann so aus. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch das versuchen wir mit Musik. Jetzt fehlt uns noch der erste Teil des Liedes. Der Text. Yo te daré una cosa hermosa, una cosa que yo solo sé. Achtet darauf, dass im Spanischen das S stimmlos und das H gar nicht gesprochen wird. Diesen Teil wollen wir rhythmisch ganz schlicht begleiten, indem wir nur die schweren Zählzeiten 1 und 4 betonen. Ich klopfe nun mit der rechten Hand in die linke und mit der linken Hand in die rechte. Das sieht so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch das üben wir jetzt mit Musik. Zu guter Letzt proben wir jetzt alles hintereinander. Der erste Teil, Yo te daré, kommt zweimal. Wir singen den spanischen Text und begleiten uns auf 1 und auf 4. Und der zweite Teil auf La kommt auch zweimal. Wir klopfen die Schläge. Die betonten Zeiten zuerst auf die Brust. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann in der Wiederholung auf den Handrücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viel Spaß!